Willkommen zurück zu Gothic 3. Wie ihr da vorne seht, wartet ein Wolf schon begierig auf unseren Pfeil. Und den soll er jetzt auch bekommen, vorausgesetzt ich treffe natürlich. Wir können ihn leider nicht häuten, deswegen gibt es hier nur Fleisch. Schön in den Hinter geschossen. Was ist denn los, Kopper? So, das war's mit dir, du Mistvieh. Ja, ist aber immer noch ganz gut in Schuss, der Kopper. Hält sich gut in Grenzen. Da unten schon wieder. Oh, eine Kiste. Ah, nicht ablenken lassen, aber trotzdem. Die Kiste nehmen wir mit. Da ist auch nochmal ein Wolf. Läuft er denn hin? Ja, er geht den Weg über dem Weg selber. Und da vorne sehe ich eine Blutfliege. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Da vorne ist auch eine Blutfliege, die brauchen wir aber momentan nicht. Wir wollen die Kiste hier unten. Es ist immer noch relativ laut, ich hoffe, es ist nicht zu laut. Durch den Regen, den man nicht sieht. Abgebrochen. Ein normaler Bogen. Amulett, Schutz vor Eis, kennen wir schon. Schrecken, Heilung und Kelle. Können wir bestimmt gut verkaufen. So, dann geht's weiter. Wir sind noch keine 5 Meter gekommen. Wahnsinn. Kampfmusik, wieso das denn? Da vorne ist wieder eine Blutfliege, sehe ich schon, im Gras. Hier geht es nach Ardea, ist klar. Wir müssen jetzt nach Süden abbiegen, also in die Richtung. Wir gehen mal an der Blutfliege vorbei. Ich hätte jetzt fast gesagt, müssen wir hier runter? Kap, doch, hier runter müssen wir. Na dann. So, selbstständig rasten ist mir noch nicht bekannt, dass das funktioniert. Es gibt hier eine Laute und eine Säge, endlich. Können wir die Laute ausrüsten? Leider nicht. So, da drüben laufen wieder Hirsche rum. Das unten könnte auch ein Bauernhof sein. Und da... Okay. Späher sind das. Ich höre hier ständig Wölfe. Ah, da vorne. Ein hungriger Wolf hat sich einen Scavenger geholt. Das ist ja super. Wie cool ist das denn, dass die sich hier gegenseitig angreifen? Tja, fressen und gefressen werden. Da habe ich mal daneben geschossen. Nochmal. Was ist denn los? Wieso treffe ich den nicht? Ah, wir schauen mal, ob wir hier unten schlafen können. Damit es wieder etwas ruhiger wird. Mistwetter.
Und vor allem, ob die uns jetzt angreifen oder was da los ist. Wir gehen erst rein und schlafen. Das kam jetzt überraschend. Du wagst es, mich zu schlagen? Oh, Explosionspfeil. Moment. Hohoho. Lauf. Eieieiei. So sieht's aus, Mensch. So, jetzt müssen wir natürlich dem Kopper zu Hilfe kommen. Oh, Top-Ork. Das ist ein Top-Ork quasi. Nein, jetzt ist der Kopper gestorben. Okay. Was? Wieso steht denn der wieder? Nein! Was ist da denn los? Der steht wieder ohne Waffen. Hä? Moment, ich bin ja noch nicht fertig mit euch. Aber der andere ist fast schon tot. Okay, da steht er wieder auf. Hä? Wieso steht denn der wieder auf? Oh, die stehen auch wieder auf. Ich bin überfordert momentan. Ich habe keine Ahnung, wo ist eigentlich Copper? Und der andere sägt hier in Ruhe. Ist der Copper jetzt tot? Oh Mann, der Copper ist tot. Ich leg mich mal kurz schlafen. Hey, hey, da ist ja noch einer. Hä? Hey, hör auf! Ja. Oh, was habe ich denn falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Bleib stehen, Mara! Oh, der kann auch schießen. Okay, Ende steht jetzt hier. Das heißt, wir laden mal neu. Ach, du meine Güte. Wir müssen uns ein Plätzchen zum Schlafen suchen, bevor wir hier weitermachen. Das ist alles so laut mit dem Regen. Ja, da spielt die traurige Musik, Copper und ich. Nach 10 Meter außerhalb des Rebellencamps wurden wir vernichtend geschlagen. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Oh, jetzt regnet es nicht mehr. Und der Kopper ist auch wieder da. Ich frage mich, wieso die angegriffen haben. Weil wir den Rebellen geholfen haben vielleicht? Oder wieso? Wir haben ja hier irgendwo die Attribute. Die Reputation. Orks 0. Wir gehen nochmal kurz hin. Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Wir klopfen einfach mal an. Du bist kein Gegner für mich. Nein, will er nicht. Okay, alles klar. Ich verstehe. Sind jetzt auch nicht so stark die Explosionspfeile. Alter, wie die mich verhauen? Kann ich hier, Moment.
Wir probieren hier mal zu zaubern. Das war ja ein... Oh, hungrige Wölfe. Oh. Na gut, vielleicht müssen wir uns mal überlegen, dass wir irgendwo anders hingehen. So, das war's aber auch schon mit dem Zaubern. Aber der ist gleich tot. Besiegt der Top-Orb im Zweikampf. Ich weiß noch nicht, wieso wir gewonnen haben. Wir müssen auf alle Fälle jetzt... Oh nein, da ist er wieder gestorben. Der Kopper. Sind die jetzt immer noch sauer? Hallo? Ah, Moment. Ich gehe nochmal hier kurz rein. Nö, jetzt sind sie nicht mehr sauer. Ach, Koppermensch. Das ist ja jetzt schade. Wir gehen mal zu dem Ork. Ich denke mal, das war der Anführer. Und sobald wir den besiegt haben, haben wir quasi dieses Lager übernommen und alle sind uns jetzt quasi wohlgesonnen und huldigen uns. Können wir mit euch sprechen? Lass mich in Ruhe. Ich ruhe mich aus. Mach dich nützlich, Morra. Waffenbündel, die brauchen wir ja. Was ist das denn? Schatulle können wir auch noch mitnehmen. Und Kohle. Hä? Ich verstehe das nicht. Na gut, wir holen uns mal die Truhe. Wird schon keiner was dagegen haben. Aber was zu schlafen gibt es hier nicht. Wird auf dem Boden geschlafen. Ach, Kopper, Mensch, wer sollte mir denn jetzt die Tiere vom Leib halten? Sehr ärgerlich. So, und er sitzt jetzt hier. Jawohl, raucht hier mal was. Der Mach Kniff. Keinen Unsinn, Fremder. Sonst werden uns die Orks bestrafen. Was machst du hier? Ich bin Sklave der Orks. Ich arbeite für sie als Holzfäller auf dem Hof hier. Schufte mit den Rücken krumm. Dabei bin ich doch Schmied. Verdammt nochmal. Aber als Schmied zählst du bei den Orks nicht viel. Wenn du nur ein Mensch bist. Wir brauchen einen Schmied. Du bist Schmied. Kannst du mir das Schmieden beibringen? Tja, wie denn? Ohne Schmiede? Tut mir leid, aber da verlangst du zu viel. Besorg mir eine Schmiede ohne Orks und ich zeig dir, was ich kann. Verstehe. Aber der könnte doch ins Rebellenlager gehen, weil wir ja dort sowieso einen Schmied suchen. Okay, da müssen wir jetzt die doch noch angreifen, bevor sich die wieder regenerieren. Haben wir denn noch irgendwelche Zaubertricks? Feuerball. Aber da haben wir nichts. Wir haben Heilung. Vergessen. Wobei, das müsste doch auch noch gehen. Feuerball, vergiften, heilen, Blitz beschwören. Schrecken. Eislanze. Was ist denn jetzt los? So hat er denn nicht gezaubert. Okay, das klappt nicht mit der Eislanze. Hör mal auf. Oh, ich will doch nur zaubern. Gut, dass uns keiner sieht. Nein, ich kann nicht zaubern. Oh, können wir nochmal aufstehen? Ich hab dich gespeichert. Gold. Oh, jetzt plündert er uns auch noch, der Hund. Wir brauchen kein Gold. Nein! Die Waffe gehört jetzt mir, Morra. Spitzt du? Was soll das denn? Der plündert uns, wenn wir gestorben sind. Wie cool ist das denn? Ich hoffe, der hat die Sachen noch. War schlechter. Und Gold. Eieieiei. Wie cool ist das denn, dass wir hier geplündert werden? Wenn wir mal kurz außer Gefecht gesetzt wurden. Sehr schön. Habe ich jetzt die richtige gewählt? Oh Gott. Ihr seht schon, ich bin ein bisschen überfordert. Deswegen rede ich auch so viel und so wirr.
Aber man muss sich ja erstmal ein bisschen an diese Welt gewöhnen. So, Zaubertrank. Zaubertrank, Heiltrank. Und jetzt speichern wir mal. Wir schaffen dem Schmied die Orks von der Haut. Sagt man das so? Ich weiß nicht. Leute, ihr wollt eine Aufstellung. Jawohl, schön ins Gesicht. Leute, es gibt einen Kampf. Oh, der kann auch kämpfen. Schießen. Er hat immer noch volle Gesundheit. Nee, jetzt nicht mehr. Wie der sich dreht. Nein, 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 nein. Ich werde verrückt. Ich überlege jetzt ernsthaft, ob ich hier auf dem richtigen Weg bin. Wenn das hier schon so schwierig ist, dann immer die traurige Musik zum Heulen. Ach ja. Aber keine Sorge, ich bin noch immer voll dabei, auf alle Fälle. So, setz dich hin, mein Lieber. Wir können ja auch mal nochmal auf den anderen, auf den Kopfnusspfeil wechseln. Oh, da haben wir komplett daneben geschossen. Schön ins Feuer geschubst. Wie er immer mich haut? Das gibt's ja nicht. Und selbst immer blockt. Das Kampfsystem. Das gibt's ja nicht. Oh je, oh je. Wie ich halt überhaupt keinen Schaden mache. Oh Gott, oh Gott. Ich bin so schlecht. Das ist so grausam. So, erstmal ein Schlückchen trinken, während er vor sich hinkuckelt. Wie schnell er mich immer schlagen kann. Das gibt's ja nicht. Jetzt plündert er mich wieder. Du hast Gold für mich. Die Waffe gehört jetzt mir, Morra. Aber nicht für lang, mein Freund. Der hat ja eh nicht mehr viel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. So, jetzt wird aber gespeichert. Jetzt machen wir schon fast eine Folge an diesem blöden Dorf hier rum. Unglaublich. So, einer ist aber noch da. Wir brauchen nochmal Heiltrank. Oder ich hau mir hier die Brötchen rein. Damit die auch mal weg sind. Ich würde den ja gern irgendwie meucheln, wenn wir uns anschleichen von hinten. Aber ich habe das Gefühl, so funktioniert das nicht. Also nochmal einen Heiltrank. Wie viel haben wir denn noch an Heiltränken? 4 Stück nur noch. Oh, wir können nicht mehr zaubern, weil wir kein Mana mehr haben. Das füllt sich nicht automatisch auf. Okay, wir probieren jetzt mal die Eislanze. Kann ja nicht so schwer sein. Ah, unsere erste große Bewährungsprobe. Was soll das denn? Das friert quasi einfach nur ein.
Okay, wir haben zu wenig Mana. Oh Mann. Bleib stehen, Mara. Ah, jetzt blockt er quasi. Ich nehme mich mal kurz weg. Dann blockt er nicht mehr. Dumm. Drehen uns mal um. Nee, der blockt immer. Ah, jetzt. Der aushält. Oh, wie schnell der hier zuschlagen kann. Bevor ich meinen zweiten Schlag ansetze, haut der schon wieder zu. Wir können mal was probieren. Zack. Oh, das ging daneben. Zack. Oh. Ah. Oh Gott. Oh. Ah, mit seinem blöden Drehding. Na, Gott sei Dank. Ach, du meine Güte. Oh. So, was haben wir denn hier? Pfeile, Armbrust, Gold. Okay. Irgendwo lag noch das Schwert Kruschfarduk. Können wir hier was nutzen? Wir haben aktuell Klingenschaden 50. Ne. So, jetzt sprechen wir nochmal mit dem Schmied. Vorher speichern. Unglaublich. Lass mich. Ach, und jetzt will er nicht mehr. Habe ich da gerade eben nochmal ein Ork sprechen gehört? Ich werde verrückt. Was ist denn jetzt los? Wieso ist denn der wieder da? In der Ruhe liegt die Kraft. Also, sind die jetzt alle wieder da? Kopper ist nicht mehr da. Sehr schade. Armer Kopper. Nun gut. Dann müssen wir jetzt einfach mal damit leben, dass hier offenbar immer ein Ork rumläuft. Können wir uns eigentlich mal kurz... Ja, sieht sehr bequem jetzt aus. Können wir uns hier richtig draufsetzen? Ah, sehr schön. Ja, ist halt keiner da, der uns jetzt bewundert. Und ihm ist es offenbar auch egal. Gut, also wir gehen mal weiter. Sehr seltsam, dass die wieder gekommen sind jetzt. Oder der eine wieder. Sollen wir den nochmal töten? Wenn wir es nochmal probieren? Okay, jetzt ist es eh schon egal. Wir sind schon bei 23 Minuten. Das heißt, wir probieren das jetzt nochmal. Mittlerweile sind wir ja schon ganz gut im Kämpfen. Vielleicht müssen wir den immer noch, wenn er am Boden liegt, nochmal totschlagen oder so. Das gibt's ja nicht. Forderst mich besser nie wieder heraus. Oh, jetzt plündert er uns wieder. Gold von einem Morrer, aber immerhin Gold. Wir hätten euch Morras nie erlauben dürfen, Waffen zu tragen. Ah, jetzt ist es vor... Aha. Dann haben wir jetzt hier die Quest doch abgeschlossen. Dann war das die Quest mit der Ork-Patrouille am Bauernhof. Jetzt sprechen wir mal mit ihm. Ah, jetzt geht's auch. Du bist jetzt frei. Ich danke dir. Ich dachte schon, ich müsste sterben. Die Rebellen in Redok brauchen einen Schmied. Das ist ja wunderbar. Endlich kann ich wieder als Schmied arbeiten. Aber ich weiß doch gar nicht, wo dieses Redok zu finden ist. Ich bring dich zu Javier, dem Anführer in Redok.
Vielen Dank, Fremder. Sag Bescheid, wenn es losgeht. Ich bring dich weg. Gut. Jetzt müssen wir auch noch dafür sorgen, dass der hier heile durchkommt. Wir probieren das mal. Können wir den Teleportstein benutzen? Vielleicht geht er dann mit. Teleportstein. Irgendwo war der doch. Da ist er. Nach Redok. Ich hoffe, der kommt mit. Nein, offenbar nicht. Aber der ist ja gleich nur da hinten. Eine Kiste hier unten. Die hätten wir schon wieder übersehen, wenn wir das mit dem Teleportstein nicht gemacht hätten. Wo ist er denn? Hallo? Jetzt ist er weg. Nee, da steht er. Dann komm mal mit, mein Junge. Ich bring dich weg. Gut. Cliff wird weggebracht. Ja, er folgt uns. Na, Gott sei Dank. Schön, schön, schön. Dann plündern wir die Kiste hier oben. Dann können wir nämlich auch noch mal kurz schlafen, damit wir uns wieder heilen. Was für eine Folge, Mensch. Für euch vielleicht jetzt nicht ganz so aufregend. Aber für mich, ich habe jetzt wieder so viel gelernt. Ich höre schon wieder jemanden knurren. Ich habe so viel gelernt jetzt hier. So, der Cliff ist ein bisschen langsamer. Der muss noch etwas an seiner Fitness arbeiten. Unglaublich. Vor allem, dass man die mehrfach töten muss. Offenbar haben wir nicht nur wir eine zweite Chance, wenn wir angegriffen werden, sondern auch die Gegner. So, wir müssen ihn zu Javier bringen. Ich weiß immer noch nicht, wie man den Namen ausspricht. Javier, Javier, Javier. Keine Ahnung. So, der ist, da ist er. Hast du nichts zu tun? Doch, ich bringe euch einen Schmied. Guck. Guck, guck. Mensch, bleib hier und guck. Da ist er. Siehst denn? Ja, Cliff ist Schmied und wird ab jetzt für euch arbeiten. Cliff ist Schmied und wird ab jetzt für euch arbeiten. Das hast du gut gemacht, Fremder. Tja. Jetzt können wir unseren Waffenvorrat wieder aufstocken. Tja, alle freuen sich, wie man sieht. Yay, super gemacht. Yay, du bist unser Held. Vielen Dank, vielen Dank. Gut, dann schauen wir mal, wie viel Kohle haben wir jetzt. 734. Vielen Dank, Fremder. Das werde ich dir nie vergessen. Nimm dies hier von mir als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ah, ganz wichtig, 300 Gold. Immer nochmal mit dem jeweiligen Kollegen sprechen. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was verkaufen wir denn hier? Ganzen Rotz, den wir hier haben. Gesundheit. Irgendwas liegt hier in der Luft, dass wir alle so niesen müssen. Wir kaufen momentan keinen Bauplan. Ich würde viel lieber dann in Stärke investieren. Bring mir was über das Schmieden bei. Schmieden plus 5 brauchen wir nicht. Wir brauchen Stärke. Wie schärfe ich meine Klinge? Zeigt mir, wie ich eine Erzwaffe schmiede. Was muss ich über Schürfen wissen? Auch Schürfen wäre ja auch gut. Schwere Rüstungen richtig. Ah, wir könnten alles brauchen. Ich schaue noch mal kurz in unser schlaues Büchlein. Schürfen. Irgendwo ist hier Schürfen. Alchemie. Jagd. Da ist Schürfen bestimmt. Schürfer. Der Held kann doppelt so effektiv schürfen. Wir haben ja bisher immer noch nicht geschürft. Von daher ist das ja momentan nicht notwendig. Wir haben 2000. Also, dann. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Wir bringen erstmal unsere Stärke.
Gut so. Bisschen hoch. Aha. Oh, das kostet uns Lernpunkte. Ah, das kostet uns auch Lernpunkte. Na gut, aber wir brauchen es ja. Weiter so. Weiter so. Schade, dass man hier nicht den aktuellen Stand sieht. Da muss man nochmal raus. Wir haben jetzt 127. Wir brauchen 150. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Gut. Gut. Weiter so. Ja, wir geben einfach mal alles aus. Du hast nicht genug Gold dabei. Ja. Und jetzt haben wir wahrscheinlich irgendwie um die 142 oder so, ja. Na gut, dann müssen wir noch ein bisschen Geld verdienen. Vorher hauen wir uns auf die faule Haut. Nicht mal eine Schlafensanimation. Hinlegen, auswählen, aufstehen. Na gut. So, wir gehen jetzt aber trotzdem in die Richtung weiter, in die wir eigentlich schon unterwegs waren. Ich würde gern nach Kat-Nur, heißt das, oder? Kat-Dun. Sehr aufregend. Na gut, wir sind schon weit über die Zeit mal wieder. Habe ich komplett verschwitzt. So kann es gehen, wenn es Spaß macht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.